Was richtig ist, markiert ihr grün und das falsche rot. Ärzten, warum immer Handschuhe tragen? Salam! Hör auf, Anina, stopp! Lisa und Anina, bitte nachher vom WC putzen. Mann, Lisa, alles deine Schuld! Ich bin nicht immer schuld, ganz ehrlich. Doch! Nein! Sie, ich würde auch noch gerne mithelfen. Ich auch. So, jetzt sind wir dran. Schaut, das Mittel ist ätzend. Hast du für die WC putzen? Ja, finde ich auch. Ah, Lisa, es tut weh. Anina, gut, meine Hände sind so verätzt. Meine auch. Das nächste Mal trage ich Handschuhe. Ich definitiv auch. Also legen wir es jetzt an? Ja, und die Haare nicht vergessen zusammenbinden. Et voilà! Müssen wir das jetzt anlegen? Nein, das brauchen wir doch nicht. Wo ist eigentlich zu Mia und Jana? Jana! Hallo! Da! Ah, danke! Kannst du mir helfen? Ja, was machst du? Ich tue ein bisschen Sachen mixen. Ja, ist gut und schön. Ich habe noch ein Gefäß, da kannst du auch etwas machen. Ah ja. Wieso kommt das nicht raus? Oh, ich habe jetzt etwas für dich geholt. Jetzt kannst du auch noch ein bisschen experimentieren. Nein, ist gut, ich gehe in Pause. Ja, hoi. Hallo. Ich gehe jetzt in Pause. Okay. Mhm. Fein. Oh. Jana? Hallo? Hallo. Durch die Windungszahl erreichen wir eine Spannung von über 10.000 Volt. Wir machen hier das Rotkohl-Experiment und leeren die verschiedenen Säuren rein. Jetzt werde ich dieses ätzende Putzmittel hineinleeren. Und ich leere den Tropfen Essig ein. Und zum Schluss die Natronlauge. Bitte schließt noch den Deckel der Natronlauge und passt auf, dass sie nicht auflädt. Was hat sie noch gesagt? Ich weiß nicht, aber es war sicher nicht wichtig. Das war Natronlauge. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Seht euch die Birnen an. Nein, brauchen wir nicht. Schaut es mal an, Diego. Oh, ist die Tür heftig. Haltet Abstand, nein. Passiert eh nichts. Ah, das tut so weh. Was machen wir jetzt eigentlich mit dem? Gehen wir es einfach fort. Okay, los. Die Grünen dürfen heimgehen und die Roten müssen noch bleiben.